Hallo ihr Süßen, heute ein kleines Follow-up zu meinem Video von der letzten Woche, wo ich über mein Vorgespräch, mein Erstgespräch zu der geschlechtsangleichenden Operation gesprochen habe. Jetzt falle ich direkt mit der Tür ins Haus, ne? Darum wird es aber auch heute gehen zum größten Teil und auch ein bisschen so der Hassel mit den Krankenkassen, weil das eine Operation ist, die sehr kostenintensiv ist, sehr maximal invasiv ist. Ich bin heute nicht so gut drauf, weil ich eine Magenverstimmung, deswegen sieht es mir nach. Ich werde es wahrscheinlich heute ein bisschen kürzer halten, aber kommen wir zum Thema. Und zwar habe ich jetzt im Grunde 5 Termine über das Jahr verteilt in Deutschland und ich war jetzt am Montag in München zu meinem ersten Termin. Ich werde das keine Ärzte nennen und Ärztinnen, weil ich glaube, das darf ich gar nicht auf YouTube. Also das erste Gespräch, was ich hatte echt Respekt davor. Und was ich da erfahren habe, was ich am interessantesten fand, ist auf jeden Fall, dass wirklich jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Chirurg, jede Chirurgin ihre eigene Art hat zu operieren. Und das ist auch wirklich sehr spannend, weil es ist nicht nur so eine Feinheit, die anders ist als bei anderen, sondern es sind wirklich Sachen, wie zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, wie die Harnröhre benutzt wird, weil man kann sich ja schon so vorstellen, dass alles, was ich da unter dem Bauchnabel habe, eine Verwendung findet. Weil man muss ja ein neues Organ schaffen, was ich extrem finde, dass das überhaupt geht. Man schafft ein neues Organ aus meinem bestehenden Organ. Das Gespräch an sich ging, glaube ich, so eine Stunde. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das gerne in den Kommentaren machen. Leute, die sich vielleicht auch für eine Geschlechtsangleichung interessieren. Genau, es heißt übrigens nicht Geschlechtsumwandlung, ganz, ganz wichtig, sondern es ist eine Geschlechtsangleichung, weil man im Grunde ja nur das Geschlechtsorgan an das angleicht, was man ist. Deswegen ist mir das so wichtig, den Unterschied zu machen. Man ist 3 Wochen im Krankenhaus und wird da sehr gut versorgt, hoffentlich. Ich versuche alles mal positiv auszudrücken, merke ich, ne? Also ich werde da versorgt, bekomme erklärt, was ich in den nachfolgenden Schritten machen muss. Aber es ist ja wirklich nicht, dass ich hier erkläre, wie die Operation ist, sondern ich erkläre euch meine Gefühle, wie es mir dabei ging. Und es gab einen Moment, wo ich so, ganz kurz, was? What? Ich so, okay. Und man muss wissen, auf was man sich drauf einlässt. Mir wurden auch die Komplikationen erklärt. Ich will jetzt gar nicht auf die Komplikationen eingehen, weil die so selten vorkommen. Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Video, wenn ich bei mehreren Erstgesprächen war, um das ein bisschen fundierter und konzentrierter zusammenzufassen. Das ist jetzt einfach nur mein Erfahrungsbericht. Was ich erstaunlich fand, wie genau erklärt wird, was wohin gesetzt wird. Und das führt mich zu einem Gedanken, den ich schon länger habe. Es gab so einen Moment, und ich weiß, ich drücke mich jetzt sehr brachial aus, aber es gab so, oder es gibt immer wieder Momente, wo ich denke so, ich möchte nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird, ich möchte sie nur essen. Und trotzdem, as a good trans woman, versuche ich natürlich so viel wie möglich über das herauszufinden und nachzuforschen, was mit meinem Körper passiert, weil das sind ja maximal invasive Sachen. Das heißt, ich möchte schon Bescheid wissen. Das ist das auch, was ich in jeder Selbsthilfegruppe lerne. Informiert euch, stellt Fragen, weil seid nicht unkritisch. Das ist auch ganz wichtig. Es ist eine sehr körperliche Prozedur. Also das Ding ist, dass ich das auch immer stärker merke. Ich merke auch, ich muss lernen, dass es alles seine Zeit hat. Ich bin gerade am Anfang, ich bin, wenn das Video rauskommt, 4 Monate dabei. Das ist nicht so. Das heißt, ich muss Timeframes, Timerahmen einfach akzeptieren. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die ich jetzt leisten muss. Also die ich, in meinem Kopf muss damit fertig werden, dass alles seine Zeit hat, dass manche Dinge auch nicht in meinen Händen liegen. Noch 1, 2 Worte zu meiner Krankenkasse. Irgendwie hat man ja die Hoffnung, dass es die Person gibt oder den Fachbereich, wo man hingehen kann, von dem man auch abhängig ist. Also die einem sagen können, so läuft's, das und das und das und das muss vorhanden sein, damit ich die Kostenübernahme beantragen kann. Dem ist aber nicht so. Ich habe in meiner Krankenkasse angerufen und habe die Erfahrung gemacht, die viele andere Trans-Sisters und Trans-Brothers, muss man sozusagen, auch haben, dass sie sich einfach nicht auskennen. Ich weiß, es ist ein sehr spezieller Fall. Es ist nur wahnsinnig enttäuschend, wenn du in diesem Sturm deines Lebens bist und dann hast du keinen Ansprechpartner, der dir einfach sehr konkret etwas sagen kann dazu. Wusste schon, als ich anrief, in der ersten Sekunde beim Hallo, oh je, die Person, ich werde hier schlecht beraten werden. Ein Beispiel ist, dass sie mir sagte, dass halt unheimlich viele Menschen nach der Operation, wichtig, nach der Operation, einen Antrag stellen würden auf Revision, wie sie das nennt, oder dass man das rückgängig macht. Das lernt man, glaube ich, in der ersten Sekunde, wenn man sich mit geschlechtsangleichenden Operationen befasst. Es gibt keinen Weg zurück. Das heißt, deswegen ist es ja auch
mit vielen Auflagen verbunden. Und fand es auch ein bisschen fahrlässig. Ich denke, wenn ich jetzt jünger wäre, unerfahrener, nicht so im Leben stünde, wie ich das gerade tue, mit meinen 43 Jahren, dann würde ich mich total verunsichern lassen, weil die meisten Menschen, die in die Transition gehen, kennt man aus den Medien. Die wenigsten gehen in die Transition. Es ist wirklich ein Bruchteil von denen, die sich auf diesen Weg machen. Mir wurde gesagt, beim Chirurgen, fragen Sie einfach bei der Krankenkasse nach, was Sie wirklich brauchen. Ich rufe mal in der Krankenkasse an, die ja auch die Experten sein sollten und Expertinnen. Und die geben so schlechte Antworten. Also so, ich habe dann nochmal am späteren Tage bei der Krankenkasse angerufen und die war wenigstens ehrlich. Die meinte so, ich bin keine Expertin. Ich kann Ihnen nur ein Schreiben geben, wo alles drinsteht. Ich habe jetzt aber nochmal nachgeguckt. Es nennt sich in dem Schreiben fachärztliche Befunde. Und das ist natürlich meine Frage, welche fachärztlichen Befunde? Also ich renne ja zu vielen Ärzten und Ärztinnen. Ich brauche mehr Präzision, weil das lässt ja total Raum für Spekulationen. Und auf jeden Fall bin ich jetzt so ein bisschen lost und war auch frustriert, aber jetzt bin ich wieder besser drauf. Ich glaube, daher kommt auch meine Magenverstimmung. Das alles kommt alles ein bisschen zusammen. Mein Körper reagiert gerade so auf meinen Mental Load, den ich gerade habe. So, das ein bisschen zu meiner Journey gerade. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, ich muss gleich wieder ins Bett. Mir geht's nicht gut. Gott, ich hatte die ganze Zeit Lippenstift auf meinen Zähnen. Ich glaube, ich muss echt ins Bett. So, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Das hilft mir ungemein bei meiner Entwicklung auf YouTube. Jetzt sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss.